Wenn ihr behauptet, Allah zu lieben, so folgt mir. Wem soll man folgen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد طيب also an die Geschwister, die uns jetzt zuschauen, die Schüler, bitte schlagt die Seite 21 auf. Wir machen dann bei der sechsten Frage weiter. Frage 6. Okay, Yasin, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Sechstens, was ist das Zeichen, dass der Diener seinen Herrn liebt? Das Zeichen dafür ist, dass der Diener das liebt, was er, Allah subhanahu wa ta'ala, liebt und das hasst, was sein Herr nicht liebt. Er befolgt seine Befehle und hält sich an seine Verbote. Er hält zu denen, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben und verabscheut seine Feinde. Dies, weil die Liebe und der Hass um Allahs Willen der stärkste Bund des Iman sind. Okay. Also, es gibt ein Zeichen der Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Oder anders gesagt, es gibt einmal diejenigen, die behaupten, Allah zu lieben. Es gibt einmal die Behauptung, Allah zu lieben. Und dann gibt es den Beweis dafür. Und das Zeichen dafür. Das Zeichen der Liebe. Was ist das Zeichen? Was ist der Beweis der Liebe? Weil jeder kann behaupten, Allah zu lieben. Aber die Frage ist, was ist der Beweis dafür? Was ist das Zeichen dafür? Er sagt, das Zeichen dafür ist, dass der Diener das liebt, was Allah liebt. Das heißt, er liebt den Koran, weil Allah den Koran liebt. Er liebt Allah, weil Allah sich selber liebt. Er liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Allah ihn liebt. Er liebt die Sahaba, weil Allah sie liebt. Er liebt die Sunna, weil Allah sie liebt. Er liebt das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, weil Allah es liebt. Er liebt die Sadaqa, er liebt den Jihad, er liebt die Da'wah, er liebt die guten Taten, er liebt das gute Wort, weil Allah dies alles liebt. Deswegen liebt er diese Dinge, weil Allah sie liebt. Und er hasst, was Allah verabscheut. Hier sagt er, was sein Herr nicht liebt. Aber das ist nicht richtig übersetzt, sondern was er verabscheut, was sein Herr verabscheut. Ihr könnt das ändern. Was sein Herr verabscheut. Das heißt, die Liebe zu Allah ist verbunden mit Liebe und Hass. Al-Hubbu wal-Bughd. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich bin Gläubiger und das war's. Und alles ist okay und alles ist gut und alles ist... Nein. Du musst bestimmte Dinge lieben und bestimmte Dinge hassen. Dinge lieben, die Allah liebt und Dinge lieben, hassen, die Allah hasst. Und ja, richtig gehört. Allah liebt und hasst. Allah liebt und verabscheut. Das sind Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt hier, der Sheikh, bevor ihr über die Eigenschaften Allahs spricht, erwähnt er schon hier Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Lieben und das Hassen. Damit keiner auf die Idee kommt und sagt, das ist nicht von Allah. Das sind keine Eigenschaften von Allah. Wie kann denn Allah lieben? Wie kann Allah verabscheuen? Gut. Das heißt, das ist die erste Stufe von diesem Thema. Das heißt, das Lieben und das Hassen für Allah. Du musst bestimmte Dinge hassen. Musst du. Du kannst nicht sagen, Bid'ah ist in Ordnung. Sinner ist in Ordnung, Schwulsein ist in Ordnung, Alkohol trinken ist in Ordnung. Du musst das verabscheuen. Du kannst nicht sagen, egal, soll jeder machen, was er will. Du musst das verabscheuen, weil das gehört zur Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah das verabscheut, warum verabscheut, willst du es nicht verabscheuen? Wenn Allah es verabscheut, warum möchtest du es nicht verabscheuen? Deswegen, dann sagt er weiter, er befolgt seine Befehle. Er befolgt seine Befehle. Genau, und das Lieben und das Hassen für Allah ist auch auf Personen bezogen.
Das heißt, du musst die Gläubigen lieben, wegen ihrem Glauben. Und die Kuffar musst du hassen, wegen ihrem Kuffar. Und aufgepasst. Die Liebe, darüber werden wir auch später sprechen, wenn wir über Al-Wala ul-Bara sprechen. Die Liebe und das Hassen für Allah bezüglich Personen und Menschen ist allgemein gemeint. Das heißt, du musst allgemein die Kuffar wegen ihrem Kuffar verabscheuen und hassen. Damit sind aber nicht unbedingt einzelne Personen gemeint. Warum? Weil dein Vater ist kein Muslim. Liebst du ihn? Ja, natürlich, das ist mein Vater. Steht dir. Du bist mit einer Kitabiyya verheiratet, mit einer Jüdin oder einer Christin. Ist ja erlaubt. Liebst du sie? Ja, klar. Wie? Du musst doch die Kuffar hassen. Das heißt, wenn wir das Thema Lieben und Hassen für Allah hören, dann ist damit das allgemeine Lieben, das allgemeine Hassen gemeint. Ja? Und nicht einzelne Personen. Manchmal gibt es einzelne Personen, die du lieben musst oder die du hassen musst. Ja. Zum Beispiel Muhammad SAW musst du als Person lieben. Musst du. Die Sahabe musst du auch jeden Einzelnen als Person lieben. Die Propheten genauso. Beim Verabscheuen genauso. Du musst den Shaitan verabscheuen als Person. Pharaon musst du verabscheuen. Den Feind des Islam, den Mubtadi', der den Islam bekämpft, musst du als Person verabscheuen. Versteht ihr? So. Und dann muss man auch nochmal dazu hinzufügen, dass wir die Tat lieben und die Tat verabscheuen. Oder anders gesagt, die Person wegen der Tat lieben oder die Person wegen der Tat verabscheuen. Okay? Weil manche sagen, ja, wir müssen nur die Tat verabscheuen, nicht die Person. Wie geht das denn? Wenn das eine Person ist, wie zum Beispiel Pharaon, la'natullah alayh, wie zum Beispiel Shaitan, la'natullah alayh, wie kann man da sagen, ja, wir müssen nur die Tat verabscheuen, nicht die Person? Nein, wir verabscheuen die Person hier als individuelle Person wegen der Tat. Aber allgemein heißt es, wir lieben allgemein, wir hassen allgemein. Genau. Was sagt er weiter? Er sagt, er befolgt seine Befehle und hält sich an seine Verbote. Denn die wahre Liebe ist was? Die wahre Liebe ist der Gehorsam. Die wahre Liebe ist der Gehorsam. So wie es heißt im Gedicht, was Ibn al-Qayyim auch oft erwähnt. Und es wird gesagt, dass Imam Shafi dieses Gedicht so geschrieben hat, da sagt er, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wahrlich, der Liebende ist zu den Geliebten, den er liebt, gehorsam. Das heißt, du kannst nicht behaupten, Allah zu lieben und du gehorchst ihm nicht, das geht nicht, es funktioniert nicht. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Das heißt, wenn du Allah liebst, dann musst du ihm auch gehorchen. Wie gehorchen wir Allah? Indem wir seine Befehle einhalten und seine Verbote unterlassen. Dann sagt er weiter, er hält zu denen, die Allah lieben und verabscheut seine Feinde. Al-Wala'u wal-Bara. Al-Wala'u wal-Bara. Heute, eine Loyalität und Nusra, heute haben wir ein tiefes Problem in der muslimischen Community. Du musst den Leuten erklären, dass du kein Kreuz tragen darfst. Das musst du den Leuten heute erklären. Ja? Weder als T-Shirt, noch als Fußballtrikot, noch als Jacke. Da gibt es Leute, die fragen, ja, ich trage die Jacke so und so. Wie ist das? Als Muslim, als gläubiger Muslim, darfst du gar nicht diese Frage stellen. Darf ich eine Jacke tragen, wo ein Kreuz drauf ist? Du musst als ein gläubiger Muslim, als ein Muwahhid, jemand, der Allah alleine dient, das Kreuz verabscheuen, egal in welcher Form. Das Kreuz auf der griechischen Flagge ist ein Kreuz. Das Kreuz auf der Schweizer Flagge ist ein Kreuz. Das ist so. Das ist Fakt. Das ist nicht nur etwas, was wie ein Kreuz aussieht, wie ein Plus zum Beispiel. Es ist ein Kreuz. Ein Kreuz von den Christen. Wie kannst du dann als gläubiger Muslim hingehen und so ein T-Shirt anziehen? Wobei du es gar nicht nötig hast. Du kannst jedes T-Shirt anziehen. Warum unbedingt dieses T-Shirt? Genauso wie bei dieser Jacke von dieser Marke. Wie heißt diese Marke? Wellenstein. Wellenstein. Okay. Wellenstein. Das ist ein Kreuz. Egal wie wir es drehen und
und verschieben, und es ist ein Kreuz. Jetzt hast du entweder die Wahl, die Jacke nicht zu kaufen, dafür eine andere Jacke zu kaufen, oder du entfernst es. Du entfernst es aus deiner Jacke. Wenn dieses Symbol an der Seite ist oder irgendwo ist, dann entferne es einfach. Oder lass es zumindest bei einem Schneider entfernen. Das gehört zur Liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wala wal-Bara. Die Lossagung oder die Loyalität zu Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen. Das heißt, dass du Allah liebst, den Propheten liebst und die Gläubigen liebst und die Gläubigen auch dafür unterstützt aufgrund dieser Liebe. Und dass du dich lossagst vom Kufr und all seinen Zeichen und all seinen Symbolen. Und dass du dich auch lossagst von den Kuffar. Heute Weihnachten wird gefeiert, Kreuze werden aufgehangen. Ja, es gibt Muslime, Heuchler unter den Muslimen. Die Kuffar helfen gegen Muslime. Und da fragen wir, wo ist Al-Wala wal-Bara? Die Loyalität und die Lossagung. Das ist eine der Fundamente des Islam. Das ist La ilaha illallah. Das ist La ilaha illallah. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet werden darf, außer Allah. Bedeutet genau das hier. Liebe und Hass für Allah. Loyalität und Lossagung für Allah. Subhanallah. Er hält zu denen, die Allah lieben. Das heißt, er hält zu den Gläubigen, er unterstützt sie, er hilft ihnen und verabscheut seine Feinde. Er verabscheut die Feinde des Islam und die Feinde der Muslime und hilft ihnen nicht. Dies, weil die Liebe und der Hass um Allahs Willen der stärkste Bund des Iman ist. So wie Allah, Nabi sallallahu alaihi gesagt hat, er sagte, der stärkste Bund ist das Lieben und das Hassen für Allah. Oder in einer anderen Brief von sagte er, أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Wer für Allah liebt, für Allah verabscheut, für Allah gibt und für Allah zurückhält, der hat die feste Handhabe bekommen. Was ist die feste Handhabe? Wer weiß es? Was ist der größte Bund, den wir haben mit Allah subhanahu wa ta'ala? Davor. Der größte Bund, den wir haben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Urwatul Wufqa. Überlegt. Was ist das größte Recht Allah gegenüber? Dass wir ihm dienen. Dass wir ihm dienen. Mit anderen Worten, die erste Säule. Was ist die erste Säule im Islam? Al-Tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Im Endeffekt ist das genau, wofür wir lieben und wofür wir verabscheuen. Warum lieben wir den Gläubigen? Wegen dem Tawhid, den er trägt. Den gläubigen Muslim. Und warum verabscheuen wir die Kuffar im Allgemeinen? Wegen dem Kuffar, den sie tragen. Das heißt, wegen dem Bund Allahs. Das ist der stärkste Bund, wie er gesagt hat. Und wie Rasulullah es aus ihm gesagt hat. Wer für Allah liebt, für Allah verabscheut, für Allah gibt und für Allah lässt, der hat die festeste Handhabe bekommen. Tayyib. Und wer diese Aqida trägt, und das ist das Problem, heute ist das Problem der Aqida unter den Muslimen. Du siehst Muslime in anderen Ländern, auch in den muslimischen Ländern, wie sie mit den Amerikanern und den Franzosen und gegen andere Muslime arbeiten und kämpfen und. Natürlich sind viele von ihnen keine Muslime, Munafiqun, und raus aus dem Islam wegen dieser Tat, weil es ein großer Kuffer. Aber viele von ihnen sind Muslime, die keine feste Aqida haben, die nicht verstanden haben, dass es verboten ist und dass es Kuffer ist, großer Kuffer ist. Wallahu musta'an. Tayyib, was sagt er weiter? Frage 7. Wie wissen die Diener, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Also er spricht erstmal über das Zeichen der Liebe. Jetzt aber möchte er wissen, wie wissen wir, was Allah liebt? Wir haben gesagt, dass wir das lieben, was Allah liebt. Aber woher sollen wir wissen, was Allah liebt? Und woher sollen wir wissen, was Allah verabscheut? Woher sollen wir das wissen? Steht das irgendwo? Er erklärt. Tfadda.
Sie wissen es durch die Entsendung der Propheten, durch Allah subhanahu wa ta'ala und durch die Offenbarung der Bücher. Hier hat er geschrieben, der Propheten, streicht das durch, schreibt der Gesandten. Weil er sagt, im Original sagt er, Alamatu dhalika, er sagte, arafuhu bi irsalillahi ta'ala al-mursal. Yani al-rasul. Das heißt, die Gesandten oder der Gesandte. Ja? Das ist damit gemeint. Sie wissen es durch die Entsendung der Gesandten, durch Allah subhanahu wa ta'ala und durch die Offenbarung der Bücher. Sagt er weiter. Welche seine Befehle und das, was er ta'ala liebt und was er gut heißt, beinhalten, sowie seine Verbote, also das, was er nicht gut heißt. Dadurch wurden seine unwiderlegbaren Argumente dargelegt und seine tiefe Weisheit erscheint. Das heißt, wir wissen das alles aus der Offenbarung. Die Offenbarung zeigt uns, was Allah liebt und was Allah verabscheut. Was er von uns will und was er von uns nicht will. Und was ist die Offenbarung? Wer weiß es? Ha. Der Koran und die Sunna. Die Sunna ist genauso Offenbarung. Der Prophet sagte, قَدْ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich habe den Koran bekommen, und etwas, was ihm gleicht. Das ist die As-Sunnah. Weil die Sunnah und Jibril alayhi salatu wasalam hat dem Propheten sallallahu alayhi wasallam die Sunnah so offenbart, wie er ihm den Koran offenbart hat. Deswegen, die Sunnah wurde auch durch Jibril offenbart. Genau. Er sagt, sie wissen es durch die Entsendung der Gesandten durch Allah und durch die Offenbarung der Bücher. Welche seine Befehle und das, was er Ta'ala liebt und was er gut heißt, beinhalten. Das heißt, Koran und Sunnah zeigt dir, was Allah liebt, was Allah verabscheut. Das zeigt uns wiederum, aufgepasst, dass wir den Haram nicht unterlassen können, es sei denn, wir haben das Wissen dafür. Und deswegen versteht ihr auch die Verwirrung unter den Muslimen bei vielen Dingen, wo behauptet wird, dass es Haram sei, angeblich. Die Leute behaupten einfach, Haram, das ist Haram, das ist Haram, das ist Haram. Nein, der Haram ist im Koran und Sunna. Halal ist im Koran und Sunna. Pflicht, Sunna und so, ist alles im Koran und Sunna. Alles in Koran und Sunna. So wie seine Verbote, also das, was er nicht gut heißt. Das heißt, er liebt die Gebote und er verabscheut die Verbote. Dadurch wurden seine unwiderlegbaren Argumente dargelegt und seine Tiefe Weisheit erscheint. Das heißt, der Islam, die Scharia, ist einmal unwiderlegbar und einmal voller Weisheiten. Die Scharia, wie die heute oft gesprochen wird, und wenn man sagt Scharia, sagt man direkt Islamist. Ja? Man ist direkt ein Terrorist. Weil sie Angst haben vor dem Islam. Sie haben nicht Angst vor dem Mustafa oder dem Serkan oder dem Erkan aus der Dönerbude oder dem Imam aus der Moschee. Sie haben Angst vor dem Islam, dass der Islam wieder an die Macht kommt. Sie haben Angst vor der Scharia. Weil die Scharia Terror ist oder nein, weil die Scharia Gerechtigkeit bringt. Weil die Muslime durch die Scharia souverän werden und einen eigenen Staat bilden können und eigenständig sein können. Und die Kuffar vom Westen nicht mehr die Ressourcen der Muslime stehlen können und die Muslime beherrschen können. Deswegen haben sie Angst vor der Scharia und vor dem Islam. Also wir haben gesagt, die Scharia beinhaltet zwei Dinge. Sie ist unwiderlegbar. Man kann sie nicht widerlegen. Egal wie sehr sie versuchen. 1400 Jahre hatten sie Zeit, den Islam zu widerlegen. Haben sie es geschafft? Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Wallahu musta'an. Und dann sagt er weiter. Es sind Gesandte, Überbringer, hohe Botschaften. Afwan, bevor wir... Dann hat er gesagt, der Islam ist voller tiefer Weisheit. Also die Scharia ist voller tiefer Weisheit. Schaut mal. Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Sache geboten, außer es ist Nutzen da drin. Entweder der Nutzen ist komplett oder er ist zum Teil beinhaltet. Also entweder er ist komplett oder
größtenteils in diesem Gebot drin. Also entweder er befiehlt eine Sache, die komplett gut ist, oder er befiehlt eine Sache, die von der Mehrheit her gut ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet keine Sache, außer sie ist komplett schlecht oder das Schlechte überwiegt in dieser Sache. Beispiel. Bei dem Gebot. Bei dem Gebot, was komplett gut ist, der Tawhid. Der Tawhid ist komplett gut. Allah hat ihn geboten. Komplett. Da ist nicht, da können wir nicht sagen, dass komplette, das Gute überwiegt. Er ist komplett gut, der Tawhid. Der Monotheismus, der Ein-Gott-Glaube. Allah hat die Zakah geboten. Die Zakah hat einen gewissen Schaden. Und zwar, dass du dein Geld verlierst. Im Offenkundigen jetzt, ja. Wir wissen ja, dass es, die Zakah lässt ja das Geld mehr werden und so. Aber offenkundig ist es ein Schaden, den du erleidest, du verlierst Geld. Aber der Nutzen überwiegt. Der Nutzen überwiegt. Genauso der Schirk ist komplett verboten. Komplett. Sinner, also der Schirk ist komplett verboten und komplett schlecht. Sinner zum Beispiel, da ist ein Nutzen. Ja, man hat Spaß. Man stillt seine Begierde. Aber der Schaden überwiegt. Der Schaden überwiegt. Was ich damit sagen will, ist, die Gebote und die Verbote Allahs sind mit Weisheit verbunden. Mit einer tiefen Weisheit. Er sagt nicht nur Weisheit, er sagt tiefe Weisheit. Das ist die Scharia. Unwiderlegbar und verbunden mit einer tiefen Weisheit. Manchmal können wir die Weisheiten erkennen, manchmal aber auch nicht. Wieso hat der Prophet Sassim gesagt, dass wir 33 Mal Subhanallah sagen sollen? 33 Mal La ilaha illallah, 33 Mal Allahu Akbar. Oder Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jeweils 33 Mal. Warum? Da liegt eine Weisheit. Können wir diese Weisheit erkennen? Nein. Manchmal können wir die Weisheiten erkennen und manchmal nicht. Genau. Allah musta'an. Taib, was sagt er weiter? Es sind Gesandte, Überbringer froher Botschaften und Warner, sodass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Also er bringt jetzt die Verse, die das erklären. Ja, die erklären, wie wir überhaupt zum Wissen gekommen sind, dass Allah bestimmte Dinge liebt und bestimmte Dinge verabscheut. Er sagt, es sind Gesandte, Rusul, Mubashirina wa Mundirin. Also sie überbringen frohe Botschaft. Wem? Wem geben sie frohe Botschaft? Den Gläubigen. Womit? Womit geben sie ihnen frohe Botschaft? Nein, womit? Also was? Sie sagen ihm frohe Botschaft, dass du das und das bekommst. Was bekommen sie? Das Paradies. Das Paradies. Wofür? Für den Tawhid. Für das Gebet, für die Zakah, für die guten Taten. Also sie geben ihnen frohe Botschaft mit dem Paradies wegen ihren Taten, wegen ihrem Glauben, wegen ihren guten Taten. Und sie sind Warner. Warner für womit? Womit warnen sie? Mit der Strafe. Mit der Strafe im Grab. Und mit der Strafe in der Hölle. Und wen warnen sie? Die Ungläubigen, die Kuffar. Ja? Die Leute des Bösen warnen sie. Sie geben den Gläubigen frohe Botschaft und sie warnen die Bösen. Aber eigentlich warnen sie auch was? Die Gläubigen. Ja? Sie warnen auch die Gläubigen. So, und das ist die Aufgabe der Propheten und der Gesandten. Was ist ihre Aufgabe? Eine, die Leute zu unterhalten, den Leuten Geschichten zu erzählen. Und was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe ist was? Die Menschen, den Menschen frohe Botschaft zu geben. Oder sie zu warnen. Eins von beiden. Entweder geben sie frohe Botschaft oder sie geben Warnung. Heute ist das ein Problem bei manchen Leuten. Heute als Prediger, als Imam, als Scheich wird dir gesagt, red nicht über die Strafe Allahs. Red nicht über die Hölle. Red über Paradies, red über Barmherzigkeit. Red über das Verhalten gegenüber den Eltern. Red über
Und das siehst du auch in der Moschee. Wenn du zur Moschee gehst, Freitagspredigt, worüber wird gepredigt? Sei gut zu deinen Nachbarn, sei gut zu deinem Chef, sei gut zu deiner Mutter, sei gut zu deiner Frau, sei gut zu deinen Kindern. Chalas. Das war's. Das ist aber nicht die Botschaft der Propheten und der Gesandten. Und das ist auch nicht die Hikma, die Weisheit hinter dem Freitagsgebet. Oder andere, die bringen dir da Fiqh bei, während der Khutba. Du musst so beten, du musst so... Die Khutba ist dafür da, dass du die Leute entweder frohe Botschaft gibst, oder dass du sie warnst. Und daran seht ihr auch, Mustafa, kannst du dich kurz, ja genau, so in meine Richtung, damit ich dich sehen kann. Pass auf. Genau. Daran erkennt ihr auch, dass die Leute, die Predigten halten in den Moscheen, dass sie oft nicht wirklich ausgebildet sind. Man sagt, ja, der hat eine Imam-Ausbildung gemacht. Was hat er denn gemacht? Der hat Koran auswendig gelernt, okay. Und was noch? Ein bisschen Fiqh gelernt, das war's. Weder hat man ihm gesagt, wie er Khutba hält, weder hat man ihm beigebracht, wie er Vorträge hält, nix. Deswegen, das ist die Aufgabe der Propheten und der Gesandten und ihren Nachfolger und ihren Erben. Wer sind die Erben der Propheten und der Gesandten? Die Gelehrten, die Schüler des Wissens, die Imame. Sollten sie eigentlich sein, aber viele der Imame heute, Allah al-Musta'an, die sind nicht mal... Die sind nicht mal kleine Schüler des Wissens. Sie kennen nur Koran auswendig und das war's. Nicht mal Arabisch kann er sprechen. Wallah al-Musta'an. Dann sagt er weiter, sodass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen entschuldigen möchte. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sahih, er sagte, bei Bukhari und Muslim überliefert, keinem ist es lieber, eine Entschuldigung anzunehmen als Allah. Bei Bukhari und Muslim überliefert. Das heißt, Allah liebt die Entschuldigung, wenn man sich bei ihm entschuldigt. Und deswegen hat er die Gesandten geschickt, damit es keinen gibt, der sagt, mich hat keiner erreicht. Aber dann gibt es auch wiederum andere, die werden sagen, mich hat auch keiner erreicht. Sind sie entschuldigt bei Allah? Sind sie entschuldigt? Die Oma, die irgendwo in Buxtehude lebt, noch nie was von Islam gehört hat, ist sie entschuldigt? Ja. Sie ist entschuldigt anhand diesem Vers. Sie ist entschuldigt. Afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Haben jetzt die Geschwister geschrieben, dass sie anwesend sind. Okay, Alhamdulillah, sehr gut. Das heißt, sie sind entschuldigt. Die Oma, die deutsche Oma, die polnische Oma, russische Oma oder auch die deutsche Frau oder der deutsche Mann, egal wer. Jeder, der nicht vom Islam gehört hat oder er hat vom Islam gehört und ihn nicht verstanden, ist entschuldigt bei Allah subhanahu wa ta'ala anhand diesem Vers. Sodass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Das heißt, wenn sie die Gesandten getroffen haben oder ihre Botschaft bekommen haben. Aber wenn nicht, dann haben sie einen Beweisgrund. Das heißt, sie haben eine Entschuldigung. Okay, gut. Was sagt er weiter? Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Dieser Vers wird als Prüfungsvers genannt von den Mufassirun. Ja, Ayatul Imtihan. Wie Hassan al-Basri rahimahullah gesagt hat, es gab Leute, die haben behauptet, Allah zu lieben, und dann hat Allah diesen Vers herabgesandt. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, o Muhammad, zu den Leuten, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr behauptet, Allah zu lieben, so folgt mir. Wem soll man folgen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Er wird euch lieben und euch eure Sünden vergeben, denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Also, jeder, der behauptet, Allah zu lieben, jeder, der behauptet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben, dem wird gesagt von Allah, folgt
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man Muhammad nicht folgt, liebt man Allah nicht wirklich. Nicht wirklich. Und die Liebe, bei der Liebe gibt es Stufen. Es gibt die grundlegende Liebe, die bei jedem Muslim sein muss. Sehr grundlegend, Allah liebt und Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt. Wenn das nicht der Fall ist, ist er kein Muslim, ist Kafir. Dann gibt es die Liebe, die Pflicht ist. Also gegenüber Allah und seinen Gesandten. Und das ist die Liebe, die dich dazu bringt, die Pflichten zu erfüllen und die Verbote zu unterlassen. Und die dritte Stufe ist die empfohlene Liebe. Diese Liebe bringt dich dazu, viele gute Taten und vor allen Dingen freiwillige Taten zu machen. Deswegen, die Liebe ist Stufen. Man kann nicht hingehen und jetzt alle für Kuffar bezeichnen, die nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, von den Muslimen. Nein, sie haben eine grundlegende Liebe. Wenn du ihn fragst, liebst du Allah, sagt er ja. Wenn du ihn fragst, liebst du Muhammad, sagt er ja. Das heißt, er hat die grundlegende Liebe da. Ihm aber fehlt die verpflichtende Liebe, die für ihn Pflicht ist. Habt ihr verstanden? Schreibt euch das auf. Ja, es gibt drei Stufen der Liebe. Die grundlegende Liebe, die verpflichtende Liebe und die empfohlene Liebe. Und wenn man das macht, wenn man Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, ihm gehorcht, dann wird Allah dich lieben. Deswegen viele Geschwister da draußen fragen, wann liebt mich Allah? Wann weiß ich, dass Allah mich liebt? Was können wir sagen, Yassin? Wann weiß jemand, dass Allah ihn liebt? Wenn Allah ihm Gutes gibt und ihn die Religion praktizieren lässt. Genau, oder anhand diesem Vers, wenn man Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorcht. Yani wir fragen dich, gehorchst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, ich versuche es. Okay, Allah liebt dich. Das ist ein Zeichen, dass Allah dich liebt. Gehorchst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht? Nein. Ein Zeichen, dass Allah dich vielleicht nicht liebt. Ganz einfache Sache. Genauso wie viele Geschwister fragen, wie weiß ich, kann ich jetzt auf dieser Erde wissen, ob ich ins Paradies und in die Hölle komme? Weiß man das? Genau nicht, aber man kann es ungenau ahnen. Wie? Wie kann man es ahnen? Wie kann man es... Wenn du den Islam praktizierst und... Aha. Wenn du die Taten der Paradiesbewohner begehst, dann wirst du ins Paradies gelangen. Wenn du aber Taten der Höllenbewohner begehst, dann wirst du in die Hölle landen. A'udhu billah. Genauso hier, wenn du wissen möchtest, ob Allah dich liebt, schaue, wie sehr du die Religion praktizierst. Daran kannst du das festmachen. Lieben wird euch Allah, sagt er, und euch die Sünden vergeben. Das heißt, derjenige, der dem Prophet folgt, der Sunna folgt, die Sunna praktiziert, bekommt seine Sünden vergeben. Warum? Denn Allah ist allvergebend und barmherzig. Das ist Allah. Er liebt es, die Sünden zu vergeben. Und er liebt es, Barmherzigkeit zu geben. Das ist Allah, das ist seine Eigenschaft. Subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns vergeben. Taib, was sagt er weiter? Nächste Frage. Frage 8. Wie viele Bedingungen gibt es in der Ibadah? Es gibt drei Bedingungen. Wir haben gelernt, was Ibadah genau bedeutet. Ne? Was bedeutet Ibadah genau? Woher entstammt dieses Wort? Ibadah. Ha? Von Abd. Von Abd. Was heißt Abd? Diener. Okay. Aber wir haben eine genauere Definition besprochen. Und zwar kommt Abd Ibadah von was? Von Erniedrigung. Tariqun Mu'abbad. Man sagt, der Weg ist tief gemacht worden. Und deswegen Al-Abd, der Diener ist jemand, der tief ist, der sich tief benimmt oder sich demütig verhält, sich erniedrigt und klein macht. Das ist der Diener gegenüber seinem Meister. Und wir haben auch besprochen, ab wann eine Ibadah ist. Ah, ab wann ist eine Ibadah eine Ibadah? Wenn die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde? Nein, wir haben was anderes, ganz was. Was ja. Wenn ich mit der aufrichtigen Absicht. Schaut mal noch in Notizen, wer hat seine Notizen dabei? Ich weiß,
Was haben wir gesagt? Ah! Inshallah. Jede Tat, mit der man Allah näher kommt und welche mit einer reinen Absicht verbunden ist. Aha. Jede Tat, die mit Liebe und Ergebung verbunden ist. Also eine Tat, mit der man Allah näher kommt und die mit einer Absicht verbunden ist. Das ist eine Ibadah. Das heißt, ein Jude kann auch eine Ibadah machen, oder? Ein Christ, ein Buddhist. Ja. Das heißt, eine Ibadah ist wann eine Ibadah? Weil man sagt auch, die Christen machen ihre Ibadah, die Juden. Eine Ibadah ist eine Tat, mit der man Allah näher kommen will und die mit einer Absicht verbunden ist. Gut. Jetzt aber erklärt er die Bedingungen für eine richtige Ibadah. Wir wissen, okay, das ist Ibadah, sprachlich gesehen und islamisch gesehen. Aber ab wann ist eine Ibadah gültig? Tfaddal. Erstens, der aufrichtige, ehrliche Entschluss, Al-Azima, dies ist eine Bedingung für die Existenz der Ibadah. Also, erstmal der Entschluss, eine Ibadah zu vollziehen. Eine, nicht jemand, der macht einfach irgendwas, und dann sagt man, ah, der hat Ibadah gemacht. Nein, wenn du nicht den Entschluss dafür hast, dann sprechen wir nicht von der Ibadah. Der wahrhaftige Entschluss. Ja? Der wahrhaftige Entschluss. Sidqo al-Azima. Oder der ehrliche Entschluss. Das heißt, du musst, man fragt dich, warum willst du das jetzt machen? Einfach so. Geht nicht. Du musst den Entschluss fassen, dass du beten willst, dass du fasten willst. Genau. Zum Beispiel jemand isst nicht und trinkt nicht über den Tag. Gilt er als Fastender? Nein. Warum nicht? Weil er die Absicht nicht gefasst hat. Genau, weil er nicht den Entschluss hatte. Weil er nicht den Entschluss hatte. Jemand fliegt nach Mekka und will die Moschee betrachten, macht ein paar Fotos und so und kommt wieder zurück. Hat er die Hajj gemacht? Nein. Nein, warum? Weil er hat nicht den Entschluss dafür gehabt. Das ist damit gemeint. Das heißt, der aufrichtige, ehrliche, also Sidqul Azima, der wahrhaftige Entschluss, diese Ibadah überhaupt zu machen. Genau. Die zweite Voraussetzung ist was? Zweite Bedingung. Die aufrichtige Absicht, An-Niyya. Die aufrichtige Absicht, An-Niyya. Die aufrichtige Absicht, also hier haben wir die Absicht und Al-Ikhlas. An-Niyya und Al-Ikhlas. Diese beiden Begriffe sind unterschiedlich. Diese beiden Begriffe sind unterschiedlich. Jede Aufrichtigkeit ist eine Niyya. Aber nicht jede Niyya ist Aufrichtigkeit. Die Niyya, die Absicht, ist nicht immer aufrichtig. Die Niyya kann vielleicht gar nichts mit der Religion zu tun haben. Wie zum Beispiel, jemand möchte essen. Er möchte essen. Das heißt, er steht auf. Warum steht er auf? Weil er Hunger hat. Das heißt, die erste Bedingung. Er hat den Entschluss, den wahren Entschluss zu essen, richtig? Und dann nimmt er das Brot. Und was will er dann mit dem Brot machen? Auf die Haare reiben oder wegschmeißen? Genau. Das heißt, er isst. Hier kommt die zweite Bedingung, die Absicht. Das heißt, er möchte essen, deswegen nimmt er das Brot. Und bei der Ibadah, beim Gebet, er möchte beten. Aber wenn er betet, hat er die Absicht dabei, das Gebet zu vollziehen. Ein bestimmtes Gebet, zum Beispiel Dhuhr-Gebet. Und dann kommt die aufrichtige Absicht, das heißt, nur für Allah. Habt ihr verstanden? Unterschied zwischen Absicht und Aufrichtigkeit. Die Absicht ist allgemein. Kann für Allah sein, kann für den Hunger sein, kann für Shaitan sein, für den Tawhut, für keine Ahnung was. Aber die Aufrichtigkeit ist für wen? Nur für Allah. Al-Ikhlas. Und noch eine Sache. Al-Ikhlas ist ein Prozess. Al-Ikhlas ist ein Prozess, der immer wieder aufkommt.
Und das werden wir inshallah in der Frage 10 nochmal verdeutlichen. Tayyib, was sagt er weiter? Drittens, die Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz Scharia, welches Allah Azza wa Jal befohlen hat. Okay, das heißt, die Tat kann erst richtig sein, eine Ibadah sein für Allah, wenn ein ehrlicher Entschluss besteht, die aufrichtige Niyyah, also die Absicht sauber ist, aufrichtig für Allah, und die Tat muss nach dem Islam sein, nach dem Koran und Sunnah. Es darf keine Bid'ah sein, weil Bid'ah ist falsch und wird nicht angenommen. Dann erst wird eine Tat als richtig bezeichnet und angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt er weiter? Und die letzten beiden Bedingungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Ibadah von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Jetzt. Viele fragen, wenn sie Fragen stellen, wird meine Tat angenommen, wenn ich das und das mache? Wird meine Tat angenommen, wenn ich so und so mache? Die Annahme der Tat, wer kennt sie? Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Wir können aber fragen, ist diese Tat richtig? Ist alles okay? Vielleicht möchtest du was trinken oder so. Ha? Okay. Die Frage, wird diese Tat angenommen, ist falsch. Was sollen wir sonst fragen? Welche Frage ist richtig? Ha? Nein. Ist sie gültig? Oder ist sie korrekt? Ich habe das und das gemacht. Ist diese Tat korrekt? Dann sagen wir ja oder nein. Wird diese Tat angenommen? Allahu alam. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen die Frage, wird meine Tat angenommen, ist falsch. Die darf man nicht stellen. Und daran seht ihr anhand der Frage, ob jemand wissend ist oder nicht. Wenn jemand dich fragt, ist meine Tat gültig? Ich habe so und so gemacht, dann weißt du, okay, er hat Wissen. Wenn jemand dich aber fragt, wird meine Tat angenommen, ich habe so und so gemacht, dann weißt du, er hat kein Wissen. Ja? Weil sonst würde er wissen, dass nur Allah weiß, ob die Tat angenommen wurde oder nicht. Und darum gibt es den Streit zwischen Ahlus Sunnati und Ahlul Bid'ah. Der alte Streit ab dem Tod oder der Ermordung von Uthman, weil da sind ja die Mubtadi'a entstanden, also da sind sie aufgekommen, ja, es gab sie schon vorher, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie aufgekommen sind, bis heute ist das Problem zwischen den Ahlus Sunnah und den Ahlul Bid'ah. Ja, das Problem der Azima, das Problem der Aufrichtigkeit und das Problem des Befolgen der Scharia. Weil die Mubtadi'a entweder beten sie jemanden anderen außer Allah, wie die Shia und die Rulat Sufiyya, oder sie haben einen anderen Entschluss. Sie wollen ihren Staat aufbauen, sie wollen ihren Imam gehorchen, sie wollen ihre Bid'ah verbreiten, oder sie praktizieren den Islam einfach nicht nach Koran und Sunnah, sondern nach ihrem Gelüst, nach ihren Schuyuch und nach ihren Imamen. Taib, was sagt er weiter? Frage 9. Was ist der aufrichtige Entschluss, Al-Azima? Der wahrhaftige Entschluss, schreit das durch. Aufrichtig ist falsch. Sidqul Azima. Er sagt nicht Ikhlasul Azima, sondern er sagt Sidqul Azima. Ja? Ma huwa Sidqul Azima? Was ist der wahrhaftige Entschluss? Genau. Was sagt er? Also er stellt die Frage, was ist der wahrhaftige Entschluss? Und dann beantwortet er die Frage. Der wahrhaftige Entschluss, genau, Al-Azima, ist die Unterlassung der Faulheit und Trägheit und das Bemühen darum, dass die Taten mit den Worten übereinstimmen. Genau. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist es vor Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Deshalb bedeutet Faulheit auch, dass man keinen Entschluss hat. Was ist Faulheit? Faulheit ist, wenn jemand keinen Entschluss hat, etwas zu machen. Al-Azima. Und deswegen musst du an deinem Entschluss arbeiten, wenn du faul bist, den Koran zu rezitieren, faul bist, den Hijab zu tragen, faul bist, zu beten,
faul bist, den Islam zu praktizieren. Da liegt das Problem in deinem du bist nicht entschlossen genug. Warum bist du nicht entschlossen genug? Weil du kein Yaqin hast, du hast keine Gewissheit. Und warum hast du keine Gewissheit? Weil du kein Wissen hast. Das heißt, Wissen, Gewissheit, Entschluss, Tat. Die Tat wirst du niemals machen, wenn du keinen Entschluss hast. Und den Entschluss wirst du niemals bekommen, wenn du keine Yaqin hast, Gewissheit. Und die Gewissheit wirst du niemals bekommen, wenn du kein Wissen hast. Also Wissen, Gewissheit, Entschluss, Tat. Deswegen arbeite an deinem Wissen. Wir kommen an dem Wissen nicht vorbei. Das Wissen ist A und O. Das Wissen ist der Anfang und das Ende. Deswegen musst du dir Wissen aneignen. Ohne Wissen wirst du wie ein Tier sein. Tier isst einfach, trinkt einfach, läuft einfach. Aber der gläubige Wissende, das Wissen ist für ihn Licht und zeigt ihm, wo er hin soll. Taib. Genau. Was sagt er weiter? Er sagt, o ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist vor Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Das ist der härteste Vers für die Prediger und Gelehrten und Vorbeter und Schuyuch überhaupt. Deswegen, möge Allah uns vergeben. Man spricht und spricht und spricht. Okay, dann ist die Frage, praktizierst du das auch, was du sprichst? Wenn ein Gelehrter sagt, ihr müsst Allah fürchten, ihr müsst Allah gehorchen, nur Allah fürchten. Und dann hat er Angst vor einem popligen König, popligen Präsidenten, popligen Prinzen. Der andere sagt, wir dürfen nur für Allah lieben, nur für Allah hassen. Nur. Und dann stellt er seine Gruppe vor dem Islam. Das ist genau das, was Allah hier sagt. Ihr sagt, was ihr nicht tut. Er sagt, Scharia ist für uns das Wichtigste, Scharia ist das Höchste. Und dann, wenn es darum geht, dass er der Scharia folgen muss, dass er von seinem Recht oder von seiner eigenen Tasche geben muss, dann ist er über alle Berge. Allah al-Musta'an. Genauso allgemein die Muslime. Frag sie, liebst du Allah, liebst du Mohammed? Ja, aber warum machst du das nicht, was du sagst? Du sagst, du liebst Allah, so musst du das auch praktizieren. Warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Du siehst Eltern, ein Vater, er raucht und sagt seinem Sohn, er soll nicht rauchen. Trinkt Alkohol, sagt seinem Sohn, trink nicht Alkohol. Macht Zina und sagt seinem Sohn, mach das nicht, das ist nicht gut. Ich mach das zwar, aber mach das nicht, das ist nicht gut. Allah al-Musta'an. Was bedeutet dieser Vers? Guck mal, ihr müsst immer die Dinge zusammen verbinden. Er stellt die Frage, was ist der wahrhaftige Entschluss? Und dann bringt er diesen Vers. Was hat dieser Vers mit dieser Frage zu tun? Denkt mal nach. Wenn man das tut, was man sagt, dann hat man auch schon festen Entschluss dazu. Allahu Akbar. Seht ihr? Wenn man nicht das tut, was man sagt, dann hat man keinen wahren Entschluss. Dann hat man keinen wahrhaftigen Entschluss. Und schaut mal, er hat sie Gläubige genannt. O ihr, die ihr glaubt. Ja, ihr alladhina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Er hat sie als Gläubige erwähnt. Nicht irgendwelche Leute, sondern gläubige Muslime. Warum tun sie nicht das, was sie sagen? Weil sie keinen Entschluss haben. Weil sie keine Gewissheit haben. Weil sie kein Wissen haben. Die Muslime trinken Alkohol. Wissen sie nicht, dass Alkohol verboten ist? Wissen sie. Muslime begehen Unzucht, möge Allah uns bewahren. Wissen sie nicht, dass es verboten ist? Wissen sie. Aber wo ist das Problem? Sie haben keine Gewissheit darüber, keinen festen Entschluss. Sie sagen das, was sie nicht tun. Sie behaupten, Muslime zu sein, Gottergebene zu sein, aber sie tun es nicht, weil sie keinen festen Entschluss haben. Wallah al-Musta'an. Taib, was sagt er weiter? Frage 10. Was ist die aufrichtige Absicht, Niyya? Okay, jetzt kommen wir noch mal zu der Niyya, ja, und zu der Aufrichtigkeit.
Taib, was sagt er? Aufrichtige Absicht in Nähe bedeutet, dass alle Worten und Taten des Dieners Allahs subhanahu wa ta'ala, die sichtbaren und unsichtbaren, für nichts anderes getan werden dürfen, als um des Antlitzes Allahs willen. Antlitzes. Ihr müsst da ein G dazu machen, das ist falsch. Antlitzes, nicht Antlitzes. Das ist ein Fehler bei der Druckerei. Antlitz, das heißt sein Gesicht, Wajh. Ja? Habt ihr das korrigiert? Ja. Er sagt hier, Ibtira'a wajhillahi ta'ala. Das heißt, dass man das Gesicht Allahs sehen möchte. Wo? In Jannah, im Paradies. Taib, aufrichtige Absicht bedeutet, das heißt, wir haben einmal die Aufrichtigkeit und einmal die Absicht, bedeutet, dass alle Worte und Taten des Dieners Allahs, die sichtbaren und unsichtbaren, was heißt sichtbar und unsichtbar? Genau, die Sichtbaren sind die Taten außerhalb und die Unsichtbaren sind die Taten des Herzens. Al-Zahira wal-Batina. In al-A'mal al-Zahira und al-A'mal al-Batina. Die offenkundigen Taten wie Gebet, Sadaqa, Jihad, Qira'at al-Quran, Quran rezitieren. Und die innerlichen Taten. Liebe für Allah, Abscheu für Allah, Hoffnung auf Allah, ja, die Demut gegenüber Allah. Für nichts anderes getan werden dürfen, als um das Antlitz Allahs. Außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe gesagt, die Aufrichtigkeit ist ein Prozess. Das bedeutet, dass es immer wieder kommt. Dass du immer wieder die Absicht reinigen musst, weil sie befleckt wird. Durch was? Durch was wird die Absicht befleckt? Durch den Schirk. Den großen Schirk und durch den kleinen Schirk. Was ist der große Schirk? Genau. Dass du die Anbetung jemand anderen widmest, außer Allah. Dass du jemand anderen anbetest. Oder dass du mit Allah jemand anderen anbetest. Das ist der große Schirk. Der kleine Schirk ist was? Ria, Augendienerei. Was bedeutet das? Genau. Du machst die Tat zwar für Allah, aber während der Tat gibst du jemand anderen Teil davon. Zum Beispiel in den Augen der Menschen. Das heißt nicht, dass du sie angebetet hast, sondern du hast die Tat zum Teil jemand anderen gegeben. Also du hast einen Teil von der Tat jemand anderen gegeben. Das bedeutet kleiner Schirk. Weil es ist eine Beigesellung. Aber eine kleine Beigesellung, keine große, die dich aus dem Islam rausschmeißt. Das heißt, du musst deine Absicht immer wieder reinigen vor diesem Schirk. Weil deine Taten werden befleckt davon. Du gehst zum Beispiel in die Moschee, du betest, auf einmal merkst du, wie dich jemand beobachtet. Das spürt man ja. Ja? Man spürt, wenn man beobachtet wird. Deswegen auch die Frauen da draußen. Wenn du eine Frau anguckst, sie spürt das. Ja? Frauen spüren das, wenn sie beobachtet werden. Und deswegen schminken sie sich und tragen enge Kleidung und. Also sie müssen nicht unbedingt sehen, dass du sie gesehen hast, aber sie spüren das, wenn sie gesehen werden. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, du betest in der Moschee und spürst, wie jemand dich anschaut. Und du fängst an, du betest für Allah, aber du fängst an, dein Gebet für Allah schöner zu machen, aufgrund den Augen dieser Person. Dann ist das was? Das ist dann Augendienerei, kleiner Schirk. Gut. Und wir haben gesagt, es ist ein Prozess, du musst deine Absicht immer wieder reinigen. Jetzt bringt er ein paar Verse, die wir kurz behandeln, damit wir inshallah den Unterricht beenden. Genau. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Also den Leuten vor uns. Und den Propheten und den Gesandten wurde nichts anderes anbefohlen, außer, dass sie Allah dienen, alleine. Lahuddin. Ihm gebührt der Gehorsam. Weil Ad-Din bedeutet gehorchen. Ja, es bedeutet gehorchen. Ihm gehört die Religion und ihm gehört der Gehorsam. Allah. Und nicht irgendwelchen Herrscher, irgendwelchen Eltern, irgendwelchen Familien oder Stämmen, sondern Allah gebührt der Gehorsam.
Und jeder Gehorsam außerhalb dem Gehorsam von Allah muss zum Gehorsam Allahs zurückfinden. Wenn er abgetrennt ist vom Gehorsam Allahs, gibt es kein Gehorsam. La ta'ata fi ma'siyat al-Khaliq, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es gibt kein Gehorsam beim Ungehorsam Allah gegenüber. Gibt es nicht. Anhänger des rechten Glaubens, Hunafa. Das ist hier relativ übersetzt, yani, aber Hunafa kommt vom Wort Hanifiyya, Hanif. Wer war Hanif gewesen? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Was bedeutet Hanif? Hanif bedeutet, ha? Anhänger des rechten Glaubens, aber genau übersetzt bedeutet es derjenige, der sich vom Schirk entfernt und sich dem Tawhid nähert. Das bedeutet Hanif sein. Yani Muhid sein, einen Ein-Gott-Glauben tragen. Was sagt er weiter? Das heißt, alle Gebete, alle Taten müssen mit Ikhlas gemacht werden. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ. Sie, ihm wurden befohlen, dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig, ohne dabei jemand anderen zu dienen. Was sagt er weiter? Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines Herrn, des Höchsten. Das ist Surat al-Layl. Hier wird über Abu Bakr gesprochen, radiallahu anhu, wie viele der Mufassirin gesagt haben. Ja? وما عنده من sagt er auf Arabisch. Muhim. Also, der Vers ist mir jetzt nicht im Kopf. Er sagt, und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste. Ja? وما عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste. Das heißt, er spendet, Abu Bakr Siddiq und diejenigen, die ihm gleichen, ohne dass er irgendwas zurückgeben muss. Er hat dir 5 Euro gegeben, du gibst ihm 5 Euro. Er hat dich zum Essen eingeladen, du hast... Nein. Sondern du gibst, auch wenn niemand dir was gegeben hat. Ohne dass dir die Leute was geben, gibst du ihnen. Sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines Herrn, des Höchsten, Al-A'la. Deswegen spendet er nicht, damit die Leute ihm auch geben. Spendet, damit die Leute ihm auch irgendwann mal Spenden geben. Nein. Sondern er macht es nur für Allah. Nur für das Angesicht Allahs. Was sagt er weiter? Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Das heißt, sie wollen keine Gegenleistung für ihre Spende. Ja? وَمَا نُطْعِمُكُمْ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Das ist Surat al-Insan. Wir speisen euch nur um Allahs Gesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Das heißt, sie wollen keinen Dank, kein Lob. Und deswegen sind sie auch nicht sauer, wenn sie nicht gelobt werden für ihre Taten. Wenn ihnen nicht gedankt wird für ihre Taten. Das bedeutet, dass du ein Muchlis bist. Wenn du nicht sauer bist, wenn dich die Leute tadeln wegen deiner Tat. Oder wenn die Leute dich nicht loben wegen deiner Tat, zeigt das, dass du aufrichtig bist. Aber wenn du dann Probleme hast, mit den Leuten streitest und weil die Leute dich nicht loben für deine Tat oder weil die Leute dich tadeln für deine Tat, für deine gute Tat, dann zeigt das, dass du Probleme hast in deinem Ikhlas, in deiner Aufrichtigkeit. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Das bedeutet auch, dass sie keine Dua haben wollen. Es gibt viele Brüder, die sagen, Bruder, kann ich für dich was machen? Nein, Bruder, mach Dua für mich. Mach nur Dua für mich. Das ist nicht vom Ikhlas. Weil, was haben sie gesagt? Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wenn du sagst, mach Dua für mich, dann heißt es, bitte, gib mir Belohnung für diese Tat. Wenn er dich fragt, willst du was, wie kann ich dir das zurückgeben? Khair inshallah, sagst du. Ich habe das nicht für dich gemacht, sondern für Allah. Und deswegen, derjenige, der nur für Allah speist und nur für Allah spendet, nur für Allah hilft, wird nicht sauer, wenn die Leute ihm gegenüber undankbar sind. Warum? Weil er hat es für Allah gemacht, nicht für die Leute. Deswegen sollst du wissen, wenn du den Leuten hilfst, wisse, die Leute werden undankbar, werden dich vergessen, werden deine gute Tat vergessen. Aber Allah
ist nicht undankbar. Ash-Shakur, er ist dankbar. Immer wieder. Und er vergisst nicht. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala vergisst nichts. طيب, was sagt er weiter? Letzte Vers und dann schließen wir ab, inshallah. Wer immer die Ernte des Saatfelds für das Jenseits haben will, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld. Und wer die Ernte des Saatfelds für das Diesseits haben will, dem lassen wir etwas davon zukommen. Für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. Wer immer die Ernte des Saatfelds für das Jenseits haben will. Hier ist die Nähe. Das heißt, wer will das Jenseits, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld. Das heißt, dem geben wir Belohnung für seine Taten und wir vermehren ihm seine guten Taten. Wir geben ihm Erfolg. Allah gibt dir Erfolg, wenn du das Jenseits haben möchtest. Und wer die Ernte des Saatfelds für das Diesseits haben will, das heißt, seine Nähe ist das Diesseits, den lassen wir etwas davon zukommen. Allah gibt ihm etwas vom Diesseits, aber für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. Er wird das Paradies nicht riechen. Warum? Weil seine Nia hier auf der Erde war nicht das Paradies. Warum soll er das Paradies bekommen? Er hat gar nicht die Absicht dafür gehabt. Er bekommt dann die Hölle. Wal-Iyadu billah. Taib, sind wir hier, inshallah, angekommen mit der Erlaubnis Allahs. Und wir werden, inshallah, dann nächste Woche weitermachen.